Vielen Dank. Wunderschön, wie man sieht, mitsingen, mit tanzen ist erlaubt und erwünscht. Das freut mich immer wieder aufs Neue, wenn ich hier bin in Dormagen und der Vize und seine Gattin hier das Tanzbein schwingen. Ich finde das wunderbar. Heute ist unsere Tanzfläche. Applaus, Applaus, Applaus. Heute ist unsere Tanzfläche leider nur klein und die Platte ist viele Dutzend Male gespielt worden. Man hört gar nicht, wie abgenudelt die schon ist. Und wenn Herr Hess die mir in unbespieltem Zustand besorgen kann, das ist ja seine große Profession, das Bewegen von Schallplatten im dreidimensionalen Raum, dann kriegt er natürlich dieses Exemplar von mir, damit er mit seiner Frau umso besser tanzen kann. Und jetzt haben wir noch einen, The Tango Belladonna von Waldmann. Das ist verbunden mit einem Rätsel, ich habe das nicht rausgefunden. Der Barnabas von Gezi ist zu wirklich Weltberühmtheit gekommen, dass der auf Sylt gespielt hat, im damaligen Tanzpalais Trocadero, wo später das Inselkino entstanden ist, ein Westerland, was heute auch schon nicht mehr existiert. Und da gibt es ein Plakat, großer Ehrenabend zugunsten Barnabas von Gezi in seiner Kapelle, auch Waldmanns Tanzen. Und der Komponist des Tangos jetzt, Belladonna, ist ein Herr Waldmann. Es gab einen Salonkomponisten, Ludolf Waldmann, der war das nicht, der war älter. Und in den 30er Jahren nannte man auch Dackel Waldmann. Jetzt weiß man nicht, war der Waldmann da auch in Westerland oder haben Dackel, ein Dackelpärchen Tango getanzt. Man wird es nie herausfinden. Viel Spaß. Musik.